Hallo ihr Schweine, ihr könnt jetzt mal gerne in den Chat reinkommen. Ich bin gerade bei In and Out. Und dann geht's ab. Dann geht's ab, Leute, weil ich bin heute bei In and Out. Es ist ein kurzer, leckerer Stream, um euch mitzunehmen in Amerika. Auf meiner Reise Richtung fett werden. Wirklich, ich hab's noch nicht ganz geschafft. So richtig fett bin ich noch nicht, deswegen wird's jetzt noch schlimmer. Es ist wirklich 30 Grad gefühlt. Es ist so warm heute. Wow. Ich weiß, in Deutschland ist richtiges Kackwetter, es ist richtig kalt. Und hier knallt die Sonne so übermäßig. Der Himmel ist auch komplett blau. Es ist der absolute Wahnsinn. Da ist der Laden. Da könnt ihr In and Out sehen. Moment, ich zoome mal noch ran. Hier, ich bin gerade in and Out in den Hollywood. Und ja, geil. Ich bin sehr, sehr heiß jetzt, Leute, mit euch, weil ich will heute mit euch zu In-N-Out Burger gehen. Das soll einer der besten Burger der Welt sein. Ich habe den jetzt schon im neuen Video getestet. Könnt ihr euch sehr gerne anschauen, wenn ihr Lust drauf habt. Und es soll aber bei diesem In-N-Out Burger geheime Menüs geben. Das ist wirklich absolut geil. Das liebe ich jetzt. In Amerika gibt es manchmal so geile Scheiße. Es gibt natürlich ganz normale Burger, normale Fries und bla 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 bla. Aber halt auch geheime Menüs. Das heißt, du sagst zum Beispiel einmal Schwanzlutschen und die sagen, oh, du meinst diese Schwanzlutschen. Und plötzlich lutscht jemand. Und es gibt zum Beispiel Animal Style, es gibt zum Beispiel Protein Style, es gibt auch Four Quarter Quattro, da kriegst du so vier dicke, fette Smash Patties, also ist es geil, also ist wirklich cool. Habt ihr schon von In-N-Out Burger gehört? Schreibt's mal gerne in die Kommentare. Der ist halt nur in Los Angeles, also irgendwie, es gibt so eine West Coast Seite und East Coast ist so ein Scheiß und die westliche Seite, da gibt's nur den In-N-Out Burger, den gibt's irgendwie nirgendwo sonst außer in Los Angeles und auf dieser westlichen Seite so. Ich weiß nicht, warum der sich nicht verbreitet, der Laden, trotzdem, der ist wirklich super lecker, also es ist wirklich einer der, es ist wirklich brutal. Ich sag so, ich hau jetzt eine Sache raus, die krass ist, aber es ist einer der heftigsten Burger, die ich je gegessen habe, was Fastfood angeht. Also wirklich einer der besten Fastfood-Burger der Welt. Der ist so gut. Alter Schwede, ist der krass gut. Und das Kranke ist, die haben sogar noch so eine Special Sauce, die ist so heftig. Also ist wirklich ein absolutes Erlebnis, Leute. Ich hätte auch nicht gedacht, mir wurde auch immer gesagt, so ey, In-N-Out, einer der heftigsten Burger. Ich dachte immer so, ja, so, ihr kennt das doch, alle pushen immer so ein bisschen. Aber der ist wirklich geisteskrank lecker, Leute. Mit euch immer wieder ab und zu kleine Streams machen. Also ich mache ja Videos auf jeden Fall auf Evanio und so weiter und so fort. Aber es werden immer wieder ab und zu kleine Streams kommen, wie der hier zum Beispiel. Ich bin nicht lange live, wir sind vielleicht 20 Minuten live. Wir testen geil was. Und die Leute dabei sind, geil, freut mich, wenn ihr dabei seid. Wenn ihr nicht dabei seid, habt ihr selber Schuld, ihr Fettsäckel. Gerade nicht zuschauen, irgendwo schlafen. Weil während ist jetzt hier, ist es gerade mal 15 Uhr, Leute. Ich habe 9 Stunden Unterschied zu euch. Bei euch ist es 0, bei mir ist es 15 Uhr. Mein Körper kam gar nicht drauf klar, aber jetzt geht's. Ich bin jetzt eine Woche hier, es geht auf der besser. Ich habe auch einfach schon 5 Videos gedreht. Ich drehe heute das 6. Video. Es ist geil gerade. Also wirklich, ich ziehe gerade so geil durch. Die Videos werden absolut geil, Leute. Und die Streams auch, ne? Also jeder, der im Stream nochmal bei ist, hier Fettsäcke, es ist geil. Eine Sache an die Amis ist auch so dermaßen bescheuert, Leute. Guckt euch das mal an. Der In-N-Out-Laden ist nicht voll. Der Drive-In geht von da. Einmal hier rum, 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 rum und da hinten ist das Ende. Könnt ihr auch einfach kurz parken, reingehen, sich den Burger gönnen. Aber nein, man steht lieber eine halbe Stunde im Drive-In, anstatt einfach kurz reinzugehen. Das ist wirklich, wirklich krank hier. Mit euch zusammen zu In-N-Out gehen, Leute. Und wie dicken Kinder bestellen uns jetzt nicht nur einen Burger, sondern wir bestellen uns jetzt auch den Special-Burger. Ja, das will ich mir nochmal bestellen. So sieht es von innen aus. Ich kann es euch kurz mal zeigen. So könnt ihr es mal von innen aussehen. Da ist In-N-Out, hier die Menschen. Also es ist wirklich, also es geht eigentlich. Hier ist gerade nicht so viel los. Ich war heute schon in einem anderen wegen einem Video und da war wirklich brutal viel los. Oh, ich habe vergessen zu fragen, Leute. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich habe eine Sache vergessen, euch zu fragen, Leute. Es gibt ja zwei geheime, es gibt ja mehrere Menüs, aber ich möchte eins davon bestellen. Ihr müsst kurz im Chat entscheiden. Animal Style. Animal Style ist ein Burger. Ich sag mal so, ist einfach brutal lecker. Oder bestellen wir uns den Four Quattro. Da hast du zweimal so vier Patties. Hast du vier fette Patties plus viermal Käse. Beides heftig. Ich muss auch sagen, ganz ehrlich, ich bin durch die Geheimburger nur durch meine Zuschauer gekommen. Weil unterm neuesten Video haben die Leute kommentiert, du musst den essen. Okay, Animal schreiben viele. Animal, okay. Animal wollt ihr. Okay, let's go. Dann nehme ich den Animal Style mit. Nochmal hier rein wieder. Oh. Hier sind wir jetzt. Und jetzt musst du halt sagen, du willst einen Burger. Und dann musst du dazu sagen, welcher Style, wenn du willst. Das ist Geheimmenü. Hello. Can I have a cheeseburger, but with in Animal Style? Nee, one cheeseburger, but Animal Style. With onion Yes, yes, perfect. That's it. Oh, a drink. A drink of the Can I have here? I eat outside. For here. So, ist auch recht billig für amerikanische Verhältnisse. Also Amerika ist irgendwie alles arschteuer, ist mir aufgefallen. Also vor allem Los Angeles. Aber hier kriegst du einen Burger halt für wirklich einen, sag ich mal, normalen Preis. Für 5 Dollar teilweise. Das ist, sag ich mal, normaler noch. Aber ich habe extra noch einen Drink genommen, ihr Fettsäcke, weil... Du kannst dir selbst deinen Trinken auffüllen. Guck, seht ihr da links, ne? Da gibt's ganz viel aus. Und da will ich mich durchtrinken gleich mit euch. Ich muss noch einen Becher kriegen. Boah, ich rede hier mir selber und die Leute gucken mich alle an, Alter. Aber die checken ja kein Wort, weil die alle kein Deutsch können, die Hurensöhne. Nein, du kannst ja gefühlt jeden beleidigen, keiner checkt's ja. Obwohl hinter mir sind Deutsche, habe ich gesehen. Die können Deutsch sprechen. Das ist auch, man muss aufpassen, wenn man Leute beleidigt. Wie lange bleibst du in L.A.? Ich bleib bis Mittwoch noch hier. Ach, dann bin ich weg hier. Dann geht's in die nächste Stadt. Scheiße, mein Trinken noch nicht gegeben hat. Da hätte ich gleich trinken können, weil die haben hier so viel Auswahl, was Trinken angeht. Und hier darf man sein Trinken auch immer wieder auffüllen. Das finde ich voll cool. Ihr seht, der Drive-In ist so voll hier an mir. Also wirklich in Los Angeles besonders. Boah, es ist krass, Leute. Der Drive-In, der brennt. Der ist so voll, Alter. Die Leute stehen lieber wirklich eine Stunde im Drive-In, anstatt hier reinzukommen. Und hier drin ist doch voll entspannt. Ich dachte erstmal, es heißt Animal, also Anime-Style. Also Anime, ne? Ich liebe Animes. Aber es heißt Animal, also Tier-Style. Wahrscheinlich ist da so ein Pferd drauf. Aber mal gucken, ne? Mal gucken.
Ich habe schon einen normalen Burger hier gegessen und ich habe schon einen Geheimburger gegessen für ein Video, aber einen anderen. Und ich schwör's euch, Leute, die Geheimburger, ne, die Secret Burger, die dauern immer ein bisschen länger. Warum auch immer. Die müssen noch das Geheimnis von Mr. Krabs klauen und dann kurz noch die Formel nachmachen. Ey, Leute, ich habe verkackt. Es war einfach schon Nummer 55. Hä, wie kann das sein? Ey, was geht denn jetzt hier auf? Ich habe richtig reingeschissen. Ja, warte, ich muss den ansprechen, den Typen, ne? Warte, ich muss mal hier Englisch sprechen, Digga. Mein Englisch muss mal kurz kommen, Moment. Sorry, I think I don't hurt my number, it was 48. I don't hear it, sorry. I think I don't know. Okay, thank you. Och Leute, ich hab so verkackt, Digga. Der erste Kunde in reingescheißt. Ah, seems like I lost track of my number. Ey Junge, Junge, ihr habt die Tipps, Alter, ihr habt die Tipps. Also, ist das 48? No. Achso, okay. Ach Leute, ich hab so reingeschissen, Alter. Meine Nummer ist weg, mein Essen ist weg. Der Mitarbeiter hat's aufgegessen. Ah, oh, ich hab verschissen, Leute. Ich hab richtig reingekackt. Hier, 48. It was animal style. It was a cheeseburger in animal style. These are animal fries. Oh, no, animal style. Aber with the cheeseburger, not this fries. This is animal style cheeseburger. Yes, perfect. And then this one? I don't know. And these are... But when no one wants it, I can... Hey guys, ist hier alles verkackt? Ah, thanks. Yes, 59. Alter, ich hab so reingeschissen, ey. Das war wirklich so ein scheiß Gespräch gerade. Jetzt alles mitgehört. Ich glaube, ich wurde abgezogen, aber scheiß drauf. Ich wurde einfach abgezogen. Ich habe mir jetzt Getränk geholt und guck mal, was du alles machen kannst. Du kannst so viel geile Scheiße nehmen. Water, hab ich schon mal Wasser gesehen? Aber erstmal Eis. Hier gibt es Limonade, aber auch Eistee. Ich glaube, ich nehme mal Limonade ein bisschen. Ein bisschen Limonade kann ich schauen. Ah, ist lecker. Uiuiui, ist lecker. Bis das blöd ist, du musst deinen Finger dazwischen tun. Und wir gehen jetzt raus, hier Schweine. Weil hier ist es wirklich, die gucken mich alle an, die denken sich auch, ich habe eine. Die dachten wirklich, ich bin hier wirklich verrückt geworden. Ihr Schwein, es war wirklich aufwendig. Aber jetzt habe ich endlich, ich habe den Geheimburger plus ich habe Pommes. Ich weiß nicht, warum ich Pommes habe, ihr Scheiße, Leute. Ich habe keine Ahnung, was da abgeht. Guckt euch ihn an, Leute, der In-N-Out-Burger. Da ist er. Und das ist der Animal Style. Seht ihr das Böse? Könnt ihr das Böse erkennen? Ihr könnt sehen, oder? Ja. Guckt euch die mal an, Alter. Hallo, kommen Sie mal raus. Sir, kommen Sie aus Ihrem Haus raus. Ist das ein dickes Gerät? Das ist der Geheime angeblich. Da oben sind irgendwie extra Zwiebeln wahrscheinlich drauf. Eine Sache habe ich in Amerika gelernt. Im Geheimburger sind anscheinend Seegürkchen drauf. Und ich schwör's euch, die Seegürkchen sind furchtbar in Amerika. Die sind so extrem viel mit Essig gefüllt. Oh, guck mal die Fries an. Du hast hier einfach diese Soße wieder. Dazu hast du dann Pommes. Dann hast du hier so Zwiebeln. Oh. Okay, Burger-Action. Wisst ihr, was so geil ist an dem Burger? Die machen darauf immer so extrem viel, also was heißt extrem viel? Die machen die Patties immer so extrem durch, Leute, dass die so extrem geil durchgebraten sind. Das ist so heftig. Ich frage mal eine Person, ob sie mich filmen kann, damit ich esse. Excuse me, can you film me, man? Why, yeah? Yeah, man. It would be pretty good. Einige sagen auch, man soll immer die Special Sauce haben. Zum Glück habe ich immer eine Special Sauce von In-N-Out dabei. Und guckt sie euch an, Alter. Cool, Digga, die Special Sauce auf den Burger extra. Alter, der Anime Style ist schon echt lecker. Du hast da so richtig geile extra Röstzwiebelchen drauf mit richtig geilem, so diesem Aroma, also diesem Brataroma. Das ist einfach ehrlich. Ist In-N-Out lecker, Leute. Die besonderen Fries, auch mit der Soße drauf, die wir gerade gefuttert haben. Plus mit Käse üben drüber und diese geilen frittierten Zwiebeln. Das ist einfach der Hammer. Oh, ist das ein Dicker? Und mein Getränk, Leute, ist ja komplett irgendeine verschiedene Scheiße, die ich reingehauen habe. Boah, Digga, das ist Cola mit irgendeiner Sprite und irgendeinem Diät-Cola und dann gleichzeitig noch irgendwie Dr. Pepper und dann ist noch so ein ganz komischer Himbeergeschmack. Oh Gott, macht das nicht. Entscheidet euch wirklich lieber für ein Getränk, weil ein Getränk ist besser, sage ich euch ganz ehrlich. Aber der Anime-Style schmeckt ultra lecker. Es ist sehr, sehr lecker. Die Pommes sind geil, der Burger ist geil, der Drink ist geil. In-N-Out ist ein geiler Laden. Es ist wirklich super, super lecker hier. Die einzige Scheiße ist die Kacke hier. Aber der Geheimburger, Wahnsinn. Aber Leute, ich danke, dass ihr da wart beim kurzen, leckeren Stream. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.